So, guten Morgen, willkommen zurück zu Spelleforce. Wir haben hier aufgehört. Und ich hoffe, ich verreck nicht beim Aufnehmen wegen dieser Kackhitze. Ich werde in Zukunft nur noch nachts aufnehmen. Nicht zu wechseln mit nackt aufnehmen, das tue ich jetzt schon. So, ich habe keine Ahnung, wo ich stehen geblieben bin, aber hey. Ich muss erstmal den Sound bei mir hochregeln. Ich höre nämlich schon wieder nichts und nicht meinen Ständer umwerfen. Ich hatte hier irgendwie aufgeräumt, ne? Ja, das. Die da oben greifen mich nicht an, weil ich voll toll. So, was brauche ich denn noch? Ich habe. Sag jetzt nicht, ich habe schon alles. Was? Ist doch gelogen. Das muss eine Lüge sein. Ich habe auch keine. Doch, ich habe schon Aufrüstung gekauft. Jetzt hör mir auf. Habe ich heimlich weitergespielt, ohne es mitzubekommen? Ja, möglich. Ich brauche sogar schon Soldaten. Was zur Hölle? Was? Für den Clan. Faszinierend. Was brauche ich denn da überhaupt? Krieger. Boah, warum nicht? Bauen wir noch drei, so. Wir wollten, ich glaube, wir wollten da unten noch rein. Ja, unten wollen wir rein. Das ist natürlich die ganze Karte wieder dunkel. Das ist natürlich. Es hat kurz die Aufnahme gestoppt, warum auch immer. Da starte ich sie besser mal neu. Ich denke zwar nicht, dass das Probleme machen sollte, aber. Ich sollte erst wieder die Karte vielleicht aufdecken. Das sieht unschön aus, muss ich sagen. Ach, diese Wölfe, der Wahnsinn. So, wenn ich sogar noch Leute übrig habe, könnte ich ja mal, ne? Hier so Dingsbums machen. So ein Yachthaus. Ein Yachthaus. Voller Yachten. So, 5 Totems. Und ich weiß nicht, soll ich da jetzt einfach versuchen durchzukommen? Ach, warum nicht? Was kann schon schief gehen? Außer alles. Moment, hatte ich nicht irgend so ein tolles Schild festgestellt, dass ich das hatte? Müll. Ich hab doch da irgend so ein Schild. Ja, Erleuchtung, ja, deine Mutter. Oh, 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 ganz schlechte Idee, ganz schlechte Idee. Also wie ich gerade sagte, ich wollte hier nochmal laden. Fangen wir nochmal an. So, ihr guckt euch mal da unten an. Ich hätte natürlich diese Feuerresistenz benutzen können und das Laden war im Prinzip völlig sinnfrei, weil ich ja kaum Verluste hatte. Aber hey, Hauptsache mal geladen, ne? Ich hab die echt alle schon geupgradet. Wann habe ich das getan? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Dabei ist es diesmal noch gar nicht so lange her, dass ich aufgenommen habe. Ist natürlich eine Lüge, ist schon ewig her, dass ich aufgenommen habe. Aber meine Dummonenten glauben mir eh alles, was ich ihnen erzähle. Gucken wir uns halt nochmal ein bisschen um. Da oben darf ich ja nicht hin, weil wir wollen ja nicht, dass die uns zerhackstückeln. Boah, diese Soundgeräusche sind so hässlich. Also die Soundabstimmung ist nicht so pralle, muss ich sagen. Total nach Frostfall.
Nee, ich glaube, da will ich nicht hin. Aber was ich will, ist noch so eine Nahrungslage. Lasst uns lieber Krieg führen. Jetzt stehen die natürlich direkt da, wo ich meine Nahrungslage hingepropft habe. Sehr gut, stell dich mal dahin. Ja, so. Ich warte mal, bis ihr alle da seid. Was steht denn hier für den Stein nochmal? Stirnmund. Ah, empfange deine Belohnung. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, ob da irgendwas Gutes bei rauskam. Ich glaube, damit konnte man auch diese Tore öffnen irgendwie. Irgend sowas habe ich noch in Erinnerung. Ah, genau. Da konnte man. Nee, danke. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Kreaturen da rauslassen will. Ich meine, gut, sie geben Erfahrung, aber sonst. Ist nicht so pralle, ne? So, was haben wir hier auf dem Stein noch stehen? Todesblick. So ein Gesicht kann auch nur eine Mutter lieben. Nur das Meister klopfen wir die Pfote öffnen. Damit warte ich vielleicht noch so einen Moment. Bis ich eine Armee oder sowas habe. Das nervt mich voll an, dass die Karte immer wieder dunkel wird. Ist das ein Spell Force 2 immer noch so? Optio. Da konnte jemand Option nicht richtig schreiben. Ungebildetes Dunkelelfenpack. Waren Dunkelelfen, oder? Ja. Ach, ich habe ja noch diese Stufe 10 Typis. Ja, toll. Das ist natürlich jetzt leicht suboptimal, sag ich mal. 12 wäre schon irgendwie besser, ne? Aber wenn ich jetzt alles auflöse, dann sterben auch meine Soldaten, die ich gerade gebaut habe. Das ist natürlich. Hätte ich die mal besser nicht. Was ist denn jetzt kaputt? Was soll denn der Mist hier schon wieder? So. Die Soldaten mal nicht gebaut, hätte ich die alle töten können und neu besetzen. Mist. So ein Mist. Naja, zu spät. Jetzt muss ich eben mit Level 10 durchkommen. Es wird natürlich sehr viel härter werden, als mit Level. Naja, nicht wirklich, glaube ich. So, da bauen wir noch einen Trommler. Ich muss sagen, im Vergleich zu den vorherigen Missionen ist die hier recht friedlich. Bis jetzt. Ich meine, wir haben den einen, den wir Frieden erklärt haben, und dann. Einen, den wir schon mehr oder weniger platt gemacht haben. Oh. Das sieht recht harmlos aus. Ich rieche Blut. Ja, dann hat eine Frau vielleicht die Tage, ne? So, ein gewaltiger Mann hier. Ne, ist, Ich hoffe, ich kann das mehrfach benutzen, das Ding. Vielleicht sollte ich speichern, bevor ich es benutze. So. Machen wir die Armee gleich irgendwie vergrößern, damit das auch was wird. Wenn ich schon keine mächtigen, naja, in Anführungsstrichen mächtige Soldaten produzieren kann. Bei mächtig, da glaube ich, das völlig falsche Wort ist. Die sind mächtig, ja. Oh, was ist denn das? Hör auf damit! Ein! Dass es wieder asynchron wird. Habe ich irgendeinen von denen verloren? Nö. Die sind einfach viel zu mächtig, dass man sie aufhalten könnte. Jetzt tötet ihn doch. Schöne Sache das. Würde ich sagen, ich mache erstmal hier platt und dann. Was ich da oben, das sieht mir dann schon eine Nummer gefährlicher aus. 17. Das ist natürlich schon deutlich härter. Mit harten Dingen kenne ich mich aus. Oh, was ist das? Nein, hör auf mit dem Scheiß. Ach, ich glaube, ich weiß, was das ist.
Ein Moment mal, ja. Wir speichern das aber, bevor ich jetzt irgendwelche Scheiße mache. So, ein Moment. So, ich hoffe jetzt, es passiert kein Missgeschick. Ich könnte mal Folgendes tun, ne? Und zwar hier mal sichern vielleicht. Oh, es sind doch schon wieder 21 Tage, was? 3 Wochen. Ach richtig, ich hatte ja technische Probleme. Weswegen ich irgendwie keine Musik habe, aber Musik wird überbewertet. Wissen wir doch alle so. Ich habe 3. Ich glaube, da habe ich Trommler. Habe ich Trommler schon gebaut? Ja. Ich baue jetzt wahrscheinlich viel zu viel Trommler, aber pff, Details. Oh, die brauchen Holz, wenigstens Gutes. Kahns Faust. Sie zerbricht. War ja klar. Wieso wundert mich das jetzt überhaupt nicht? Hallo, es soll da durchlaufen hier voll. Und natürlich die Fernkämpfer wieder ganz vorne, nur weil. Nein, das hat gar nichts gebracht. Toll. Alter, was ist das? Ich meine, hallo? Fängst jetzt mal wieder an aufzunehmen, danke. Ich hoffe, das hört jetzt bald mal wieder auf. Was ist denn das für ein Unsinn? Alter, was ist das? Ist doch scheiße. Wo kommt die jetzt her? Das wüsste ich echt so gerne, wo die jetzt herkommen. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht sterben. Ich soll sterben, habe ich gesagt. Ich gehe mal ein Stück weg. Ich kann, glaube ich, nicht weggehen. Also doch nicht weggehen. Sehr gut. Einer läuft weg, der... Ja, ich hätte auch keinen Bock mehr hier zu kämpfen bei dem Scheiß. Ich hänge einfach mal... Ach komm, was ist das? Meinen das nicht ernst, die meinen das Hugo. Ja, dann tötet sie halt doch endlich mal. Achso, das ist dieser Drache, ja, der kommt da nicht, der kommt nicht hoch. Hoffe ich einfach mal. Hallo, geht's langsam mal? Scheißdreck, Dummer. Wo läuft denn hier rum? Und warum macht Lena eigentlich nichts? Moment, das Tor da oben ist nicht offen. Nein, okay. Komm schon, ihr sollt da nicht weglaufen. Ihr sollt hier draufschlagen. Was ist denn da drin? Müll. Sehr gut. Was? Und du musst da natürlich die auch noch anlocken. Leck mich doch. Moment, da kann ich auch noch lang gehen. Ach. Wie praktisch. Ich glaube, ich muss erstmal meine Armee wieder vergrößern. Ah, ich brauche 2 neue Kämpfer, 2 Trommel. Oh Gott. Hä? Hey. Ach, 4 Trommel sogar. Boah. Gehen wir mal erst noch ein paar Kämpfer, glaube ich. Apropos Kämpfer, gib mir mehr Einheitenlimit. Ist hier noch irgendwas? Nö. Hier bitte nichts mehr. Schade. So, dann wollen wir mal die Gargoyles hier so ein bisschen töten. Ach komm! Was ist das für ein Unsinn hier? Wofür habe ich so einen schnellen Rechner, wenn sowieso nichts klappt? Tötet sie alle! Und ihre Familien! Und ihre Kinder! Ach so, Kinder sind ja Familie, irgendwie. So ungewollte Familienmitglieder sind das ja praktisch. Komm schon. Ich wünschte, ich hätte Level 12, das würde voll den Unterschied machen. Also, soldatenmäßig jetzt. Danke. So, dann wollen wir uns jetzt hier mal vorsichtig weiter nach vorne bewegen. Und mit vorsichtig meine ich, ich speichere erstmal. Speichern. Ich darf nicht vergessen, die Münzen hier einzuwerfen. Was haben wir denn hier? Einen langen, dünnen Gang. Ich
Ich mache jetzt mal keinen Witz. Ein Lavakriecher, ich glaube, es geht los. Und dann bin ich hinter den Türmen. Es ist natürlich schon recht vorteilhaft, hinter den Türmen zu sein, ne? Was war das denn jetzt? Greif mal Lena an, jawohl. Brav machst du das. Okay, jetzt greift er gar keinen mehr an, sehr gut. Kriegt ihr das gebacken? Ja, ich krieg das schon gebacken. 11. Ich hoffe, das bleibt so. Na komm. Na also. Wie sieht's bei euch aus? Einwandfrei. Die sind total überpowered. Ich wünschte, ich könnte mehr davon bauen. Dann könnte ich einfach durch die Karte ziehen und alles niedermetzeln. Ich treffe nicht, aber der Gegner greift mich jetzt trotzdem an, weil... Hackfleisch. Hackfleisch, boah, da hätte ich mal wieder Lust drauf. Mal gucken in der Nähe, ob es irgendwo Hackfleisch gibt. Also gutes Hackfleisch. Aber ich habe noch Nudeln da. Nudeln, ja. Was nudelig ist. Du verstehst, was ich meine. Genau, Suppennudeln. Mit Soße. Na, Lina Talk, doch was ist menschliches Schild. Oder zu menschliches Schild. Die erste Linie besteht nur aus Schwarzen, die extrem hohe Verluste erleiden wird. Boah, jetzt treff halt auch mal. Ich meine, wie kann man aus der Entfernung dann nicht mehr treffen? Also. Lena, du solltest dir eine bessere Rüstung zulegen. So ein Kleid schützt einfach nicht. Jetzt bin ich hinter den Türmen. Wie ich eben schon feststellen durfte. Apropos hinter den Türmen. Zu den Waffen. Das ist mich verarschen. Müsst ihr da nicht noch mehr irgendwie haben? Nein? Nein. Okay. Dann eben nicht. Mir doch egal. So. Was haben wir denn da unten? Einen Teleportstein und ein Monument der Trolle. Das Problem ist, wenn ich jetzt das Monument hier in Angriff nehme... Wo greifen die mich überhaupt her an? Dann könnte ich ja im Prinzip einfach mich erstmal umgucken hier. Von wo denn die hier überall kommen? Was? Ich glaube, ich spinn. Wo sind die Gegner? Ich dachte, der bleibt da unten. Was soll der Scheiß? Wir sind hier ohne Schutz. Total so Schattengrenze. Das ist ein Verfluch. Was soll denn der Unsinn? Umsonst. Oh, der hält gar nichts aus, okay. Dann vergiss meine Panik. Einen Moment lang habe ich gedacht, der würde so mächtig Schaden machen und so, aber... Und los. Nö, tut er nicht. Gut. Er macht gar keinen Schaden. Ja, dann könnte ich mich jetzt da unten mal umgucken, ne? Schnell. So, und dann sehe ich auch gleich, wo die Typen dann hergelaufen kommen. Mach dann einfach da den Weg dicht und ignoriere diese paar Typen, die da noch stehen. Diese 2, 4, 6 Türme. Das sind so allerdings ein paar Drachen mehr. Hab ich die platt bekommen? Ich hatte doch hier dieses... Feuerband-Zauberding. Ist vielleicht bei Drachen nicht verkehrt. Boah, sind das viele. Nein. Geht weg, geht, kusch. So war das nicht geplant. Ich glaube, ich kann gleich laden.
Jetzt sind es nur noch 10, ist nicht so gut. Okay, die kommen scheinbar diesen Weg hier entlang und ja. 9, oh Gott, das war gerade gar keine gute Idee. Ah, ich kann nicht mal richtig einen anvisieren, das ist leicht scheiße. Ah, die halten nicht mehr lange durch. Wird schön, da mal so ein paar Drachen noch sterben würden irgendwie. Vielleicht soll ich weniger gucken und mehr töten. Es wird eng. Staunlich, dass so viele überlebt haben, muss ich sagen. Dann droppt er nicht mal was Vernünftiges, verstehst du? Vielleicht ist in der Kiste was Vernünftiges. Nein, gut. Die schlagen aber einen Stein kaputt. Glaubt man's. Ich hab hier Blut. Ja, schön. Dann wasch dich vielleicht mal. So, jetzt sind die auf jeden Fall weg, was mir aber auch nichts. Früher hat man von dem Bossgegner was Tolles bekommen und so Zeug, ne? Aber jetzt auch nicht mehr. Na los. Geiziges Spiel. Sehr, sehr geiziges Spiel. Wo will ich denn hin? Ich will dahin. Was? Ich brauche immer noch einen Trommler? Okay.